Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Freut mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video wird es darum gehen, was war mein Business früher in Clash of Clans, wie habe ich es überhaupt aufgebaut und wohin hätte das Ganze auch führen können. So, letztes Top-Kommentar war von Luca Beck. Ich habe es mega gefeiert. Und zwar: Italien, Delfine kommen zurück. Deutschland, eine Legende kehrt zurück. Also Tobi Kaiser ist back am Start. Feier ich auf jeden Fall heftig. Okay, im Hintergrund seht ihr heute ein Gameplay von mir bei Warzone. Nicht wundern, ich bin jetzt nicht der übermäßige Bro. Ich habe das Gameplay einfach gefeiert. Ich nehme es gerade ein bisschen nebenher auf, wenn ich immer zock. Und ab nächster Woche werden auch Streams auf Twitch folgen. Falls ihr da Bock drauf habt, guckt gern vorbei. Regelmäßige Streamzeit wird so zwischen 21:30 bis 23:30 ungefähr sein. Okay, legen wir los. Alles begann so ungefähr, als ich 15 Jahre alt war, als ich angefangen habe, Clash of Clans zu zocken. Ich habe damals mein komplettes Taschengeld eigentlich in Clash of Clans reingeballert. Und mein erspartes Taschengeld, das waren so im Schnitt, so hätte ich mal getippt, so um die 600 €, wo ich reingeballert habe. Das war für mich damals verdammt viel Geld. Aber ich wusste von Anfang an, das Geld, wo ich investiere, möchte ich auf jeden Fall wieder rausholen. Hat eine kleine Vorgeschichte, dass ich schon davor ein bisschen was gemacht habe mit iPhone Jailbreaking etc. Da musste ich auch immer Geld investieren. Und ja, mein Ziel war immer, einfach wieder mehr rauszubekommen. Hat beim Jailbreak schon geklappt. Und ja, da habe ich gedacht, bei Clash of Clans versuche ich eben so dasselbe zu machen. Genau. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich auch ganz normal angefangen, wie jeder andere auch. Ich habe gefarmt, meine Gems investiert und ja, ich kam halt von meinem Dorf immer weiter höher. Ich bin dann Schritt für Schritt immer in höhere Clans gekommen und habe dort immer mehr Connections aufgebaut. Ich wusste damals gar nicht, dass ich so ein guter Spieler bin. Das war alles im Endeffekt viel Erfahrung, viel Ehrgeiz und viel Wille, einfach hochzukommen. Ich habe irgendwann einfach angefangen, Leute anzuschreiben, zu fragen, hey, soll ich hochpushen, wenn du Gems auf deinen, also Juwelen auf deinen Account machst? Weil nur mit Juwelen kamst du effektiv hoch. Die Kohle für Juwelen hatte ich damals nicht so krass zum Pushen. Also habe ich gedacht, ich zock für andere Leute. Zuallererst war das im Endeffekt so, ich habe die hochgezockt, meine Zeit investiert und die haben mir einfach ein bisschen Juwelen oder einen iTunes-Gutscheincode oder so gegeben, was auch immer. Das waren vielleicht 25, $50 und ich habe für die vielleicht einen Tag oder so gezockt. Also da hat man noch nicht so das krasse, ja, das krasse Geld gemacht. Es ging dann weiter, dass ich extrem überperformt habe. Also die Leute waren extrem begeistert von meiner Leistung. Ich habe ja aus dem Nichts plötzlich Accounts in die Top 10 hochgeballert, als Clash of Clans noch relativ, ja, oder als Clash of Clans noch relativ neu war. Da habe ich Accounts in die Top 200 hochgespielt. Innerhalb von 2 Tagen, 2, 3 Tagen. Also es war damals absolut kein Stress. Wichtig war für mich im Endeffekt, dass ich mir dann ein Netzwerk aufgebaut habe. Heißt, ich bin weiter in die Top-Clans gegangen. Ich habe viel meine Hilfe angeboten. Und dadurch habe ich mir sozusagen einen Namen gemacht. Die Leute wussten, hey, Tobi Kaiser, der hat's drauf. Wenn ich Fragen habe, kann ich mich an ihn wenden. Früher hat alles über den Kick Messenger immer stattgefunden. Und ich habe dort unzählige Nachrichten täglich bekommen. Und klar, ich habe alle im Endeffekt beantwortet. Und ich bereue es absolut gar nicht, weil dadurch habt ihr das Netzwerk oder habe ich das Netzwerk bekommen, wo ich später dann gebraucht habe. Genau. So hat sich dann entwickelt, dass immer mehr Leute auf mich zukamen und gefragt haben: Hey Tobi, kannst du meinen Account hochpushen? Und so wie andere Leute früher vielleicht im Club die Frauen aufgerissen haben, habe ich halt mir neue Clash of Clans Accounts besorgt. Es war auch eine Frage im letzten Video, wie viele Accounts habe ich ungefähr gezockt in meinem Clash of Clans Leben. Ich kann es euch nicht genau sagen, also ich bin mal meine alten Bilder durchgegangen und es waren krank viele Accounts. Also ich kann mich an vieles gar nicht mehr erinnern. Es waren halt meistens immer Screenshots. Und ich vermute mal zwischen 40 bis 60 Accounts waren es auf jeden Fall. Also 40 Minimum. Genau. Darauf aufbauend, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe Skill. Ja, habe ich im Endeffekt auch YouTube gestartet. Auf YouTube habe ich Just for Fun Videos hochgeladen. Im Laufe der Zeit allerdings auch echt hochklassige Gameplays, wo man so im Endeffekt fast gar nicht gesehen hat im YouTube-Bereich. Es waren eher die Hobby-Clash of Clans-Spieler, die ja lustige Videos gemacht haben. Ich habe halt den Premium-Content von den Top-Spielern im Endeffekt geliefert, einfach weil ich die Möglichkeit dazu hatte.
Das war so im Endeffekt mein zweites Standbein danach. Heißt, ich habe angefangen, Leute hochzuzocken, dafür Kohle zu bekommen. YouTube nebenher gemacht. Klar, es war für mich im Endeffekt einfach immer nur Spaß, YouTube zu machen. Aber klar, damit hat man natürlich auch schon wieder ein bisschen Geld verdient. Genau. Also YouTube möchte ich jetzt gar nicht so einen Förderpunkt drücken. Im Endeffekt geht es mir darum, dass ich für Leute gespielt habe, mir ein riesiges Netzwerk aufgebaut habe. Und dadurch, dass ich das Netzwerk eben hatte und ich auch wusste, Leute brauchen neue Accounts. Die sind nicht mehr zufrieden mit einem Account. Die wollen zwei, drei, vier Accounts einfach, dass sie ihren Clan noch pushen können. Das waren speziell immer reichere Leute. Heißt, Leute, die die Kohle nicht so gejuckt haben, die auch gerne Kohle in Clash of Clans investiert haben. Heißt, ich bin dann in die Szene reingegangen, dass ich Vermittler von Clash of Clans Accounts geworden bin. Ich habe die Accounts gekauft und habe sie natürlich teurer wieder verkauft. Klar, normales Makler-Business im Endeffekt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich ungefähr so 17 Jahre alt. Genau, es gab gute Tage, es gab schlechte Tage. Es gab aber insgesamt auch Wochen, da habe ich dann eben als 17-Jähriger ja, schon 1 bis 2.000 Euro pro Woche im Endeffekt machen können. Und das war natürlich schon eine schöne Summe. Dadurch kann man allerdings absolut nicht Millionär werden. Und mein Ziel war immer bis 18 Jahre oder bis ich 18 bin, eben Millionär zu sein. Genau. Vorneweg, ich habe es nicht geschafft. Wie es allerdings geschafft hätte, erfahrt ihr jetzt. Genau, wie gesagt, ich hatte ein krasses Netzwerk. Ich habe brutal viel Zeit investiert und die Leute wussten, hey, Tobi Kaiser, den kannst du anschreiben, wenn du irgendwie Probleme hast, wenn du irgendwie was Krasses bei Clash of Clans reißen möchtest, musste man sich nur an mich wenden. Ich habe Clans direkt auf Platz 1 geballert, einfach weil ich überall die Connections hatte. Turniere so gestartet. Alles unentgeltlich, also ich habe dafür keine Kohle bekommen. Einfach so, ich habe es einfach so gemacht, weil mein Name im Endeffekt dahinter stand und die Leute mit mir immer mehr verbunden haben. Genau. Und jetzt ist es im Endeffekt so, wie ich das Ganze weiter hätte machen sollen, dass ich heute auf jeden Fall Millionär durch Clash of Clans geworden wäre. Genau. Also es ist so, bei Clash of Clans, es fließt verdammt viel Kohle. Es sind viele reiche Leute da drin. Also ist es auch leicht, dort Kohle zu verdienen, weil die Leute einfach gewillt sind, dort Geld auszugeben. Hätte ich das Ganze ein bisschen ausgebaut, hätte ich sozusagen eine eigene Akademie gemacht, hätte ich eigene Spieler sozusagen geschult, gesagt, hey, ich schul dich, ich zeig dir, wie man richtig zockt, dann zockst du Accounts für mich hoch und ich bekomme einfach Provision dafür. Ich hatte die Connections, hätte ich 5 bis 10 Leute anfangs mal reingeholt, hätte ich alles vertraglich ein bisschen geregelt, dann wäre das ein passives Einkommen gewesen. Dadurch hätte ich durch relativ wenig Arbeit verdammt viel Kohle nebenher machen können. Hätte ich insgesamt zum Beispiel 10 Leute gehabt, die A5 Accounts zocken, die Accounts hätte ich natürlich vermittelt, für die, die zocken, hätte ich im Schnitt pro Monat bestimmt langfristig 50.000 Euro mindestens machen können. Natürlich nach oben immer weiter skalierbar. Mein Geschäftssinn war damals noch nicht so ausgeprägt. Heute hätte ich, ja, ärgere ich mich ein bisschen, dass ich es nicht gemacht hätte, weil die Möglichkeit wäre definitiv da gewesen. Und da ist mein Rat an euch. Wenn ihr irgendwo gut seid und ihr Bock auf das Spiel habt und es euch Spaß macht, ob es Fußball ist, ob es FIFA ist, keine Ahnung, dann bleibt da dran, baut euch ein Netzwerk auf, sucht euch irgendwie, ja, irgendwas, wo ihr euch abheben könnt und startet es einfach. Ihr dürft nicht direkt von Anfang an aufhören. Bei mir war so, ich habe 3 Jahre Clash of Clans komplett durchgeballert. Ich hatte meine größte Pause war, als ich, keine Ahnung, ich glaube ich, in Marokko war, als ich 17 war, zum Schüleraustausch. Das waren, glaube ich, 8, 9 Tage und ich hatte dort halt kein Internet. Also konnte ich dort auch nicht zocken. Das war so meine größte Pause, aber ansonsten 3 Jahre am Stück täglich eigentlich komplett durchgeballert und das ist halt das Wichtige. Ihr müsst dranbleiben. Ihr dürft nicht sagen, hey, ich mache es jetzt einen Monat, dann chill ich wieder einen Monat. Ihr müsst es durchballern. Und wenn ihr das macht, dann schafft ihr das auf jeden Fall auch. Genau. Das ist so meine Message an euch. Also, falls ihr Bock habt, was Großes zu reißen, zeigt auf jeden Fall Ehrgeiz, zeigt Motivation und ihr entwickelt euch immer weiter. Auch wenn ihr schlecht startet, es ist alles immer ein Prozess. Ihr könnt nicht von Anfang an direkt gut sein. Das ist eine Entwicklung. Aus Fehlern lernt man oder ihr macht auf jeden Fall Fehler und wenn ihr aus den Fehlern lernt, dann sind es auf jeden Fall gute Fehler. Und genau, meine Message, wie gesagt, an euch. Falls ihr Bock habt, irgendwas Großes zu reißen, dann sucht euch was, wo ihr drin gut seid, wo ihr Bock habt und dann wird es auf jeden Fall was. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr dazu meint. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet
Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und haut da rein.